Ärzte müssen Yameda-Bewertung tolerieren. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und mit Spannung ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs zur Online-Arztbewertungsplattform Yameda erwartet worden. Ein Gynäkologe hatte sich nämlich dagegen gewehrt, dass man überhaupt auf Yameda ihn bewertet. Er hat gesagt, ich will da überhaupt nicht stattfinden. Ich will mich gar nicht bewerten lassen. Ich möchte hier runter. Und Yameda hat aber gesagt, nein. Es gilt das Recht auf freie Meinungsäußerung in Deutschland. Jeder kann hier jeden bewerten. Du bleibst drin. Und das Datenschutzrecht oder dein Persönlichkeitsrecht als Arzt muss dann eben zurücktreten. Der Bundesgerichtshof hat hier der Meinungsfreiheit den Rücken gestärkt und gesagt, ja, es ist so. Der Arzt hat keinen Anspruch, aus Yameda wieder rauszukommen, denn er befindet sich ja im freien Wettbewerb mit anderen Ärzten. Und die Patienten, die wollen sich über Ärzte informieren. Insofern ist es völlig legitim, dass man zumindest seine berufliche Sphäre als Arzt dann im Internet und auch bewertet im Internet wiederfindet. Dagegen kann man sich nicht wehren. Aus unserer Sicht eine nachvollziehbare Entscheidung. Das ist die Weiterführung der Spick-mich-Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Da hieß es ja auch, ein Lehrer muss eine Bewertung dulden. Allerdings muss man auch klar sagen, dass nicht jede Yameda-Bewertung so stehen bleiben muss. Denn die Ärzte haben natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, gegen unwahre Tatsachenbehauptungen vorzugehen und gegen Beleidigungen vorzugehen. Das bleibt unbenommen und das ist auch tatsächlich was immer häufiger passiert, dass sich Unternehmen, Ärzte, Gewerbetreibende dagegen wehren, wenn sie mit unwahren Tatsachen bewertet werden. Spannend ist dann die Frage, ob man auch denjenigen ermitteln kann, der hinter so einer solchen Bewertung steckt. Dazu haben wir ein eigenes Video gemacht, was ihr euch hier nochmal anschauen könnt. Erstmal nur zum Merken, Yameda-Bewertungen sind grundsätzlich zulässig, solange sie wahr sind. Danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.